Nein, habe ich noch nicht. Ich habe noch nicht zwischen den Couchkissen nachgesehen. Nein, lass uns loslegen. Bei dem ist der Spiegel ja sogar noch schlimmer weiter weg. Ich will die Videos natürlich auch versuchen, nicht allzu lang zu machen. Deswegen gucke ich mal, dass die nicht allzu lang sind meistens. Das ist wieder so einer, der sich anhört wie so ein Zahnarztbohrer. Weißt du zum Beispiel was, Togo, was wir auch mal machen können? So einfach mal spontan Euro Truck American Truck Simulator fahren. Und dann können wir auch wieder zusammenfahren, weil wir haben ja keine Promo, haben ja keine Watts mehr drin. Dann könnten wir das auch als Multiplayer fahren. Oder auch mit den Leuten mal fahren, die Bock haben. Demnächst links abbiegen. Und biege nach links ab. Könnten dann sogar mal einfach nur talken. So nebenbei. Biege nach rechts ab. Das könnte man auch mal machen. Ich wollte ja, weiß ich, hatte ich dir davon erzählt? Ich wollte ja eigentlich, hatte ich ja gedacht, so mit 9.2 könntest du ja eigentlich mal so ein WoW-Runde machen. Ich meine, da wird sowieso keiner zugucken, weil es ja aktuell jetzt First Dings Raid. Also wer den als erstes, welche Gilde schafft, als erstes den aktuellen Raid auf Mythisch zu clearen. Die sind jetzt schon, also das letzte, was ich gesehen habe, war heute Morgen auf Heroisch. Da haben sie gerade mal die letzten zwei Bosse gehabt, aber da haben sie noch nicht geschafft. Habe ich mir gedacht, könntest du ja eigentlich mal so mit Patch 9.2 leveln, looten und Questen machen. Das heißt, wir leveln quasi über die Quests, also gehen keine Dungeons. Und versuchen quasi einen Weg zu nehmen, damit wir so schnell wie möglich, also relativ schnell, sage ich jetzt mal, Level 60 erreichen. Da habe ich aber gemerkt, wo ich das jetzt privat gespielt habe mit dem Jäger, das ist ganz schön zäh und ich habe etwas über einen Tag gebraucht, wobei ich noch Instanzen gelaufen bin, dieses Ziel zu erreichen. Und dann habe ich mal gegoogelt, was es da so für Möglichkeiten gibt und dann, woran kommen die damit um die Ecke? Innerhalb von 6 Stunden auf Level 60 zu sein. Und ich denke mir so, boah, Alter, du hast über einen Tag gebraucht. Bitte rechts. Also die über einen Tag den Charakter gespielt, glaube einen Tag und 2 Stunden oder sowas. Hast du diesen Charakter gespielt, wobei du auch eine Zeit lang immer auf AFK rumstandest, also was, wie es jetzt genau war, weiß ich nicht. Und dann kommen die Leute und sagen dir, Alter, in 6 Stunden kannst du Maximallevel sein und du brauchst über einen Tag. Wie lange soll das Projekt gehen? Und vor allem, das würde sowieso keinen interessieren, weil die meisten sowieso über Instanzen leveln. Was du auch merkst, also ne, es gibt, also die ganze Zeit, wo ich am Questen war, ich habe nicht ein einziges Mal jemanden gesehen, der mit mir da rumgelaufen ist, am Questen war. Und ich denke mir so, alle sind am Indies laufen oder die spielen gerade ihre Main-Chars, weil es das neue Gebiet draußen ist. Und selbst das muss ich sagen, also es ist gut gemacht, also die Idee dahinter ist ganz nett, aber ich finde, es ist einfach nur ein Grind-Gebiet nachher, Dailies zu machen, dann Account-Sachen zu bekommen. Wenn du das mit einem Char gemacht hast, dann machst du es nicht nochmal mit dem zweiten. Na, also ich bin auch schon überlegen, ob ich mir jetzt das schenke, das mit dem Hunter zu machen. Wobei ich sagen muss, der Hunter macht Spaß, weil jetzt hat er auch schon im LFR drin. Und die Bosse, Alter, die haben es ganz schön in sich. Aber ich denke, so ein paar Wochen werden die Bosse auch wieder relativ einfach sein. Weil man dann weiß, wie man die Taktiken spielen muss. Und sobald du weißt, wie die taktisch funktionieren, sind die Bosse nicht schwer. Das sehe ich so eigentlich. Und deswegen mache ich jetzt immer so ein bisschen noch Mythisch Plus. Versuche da jetzt noch relativ schnell durchzukommen. Habe auch keinen Bock, ehrlich gesagt, jetzt nochmal das Legendary zu farmen. Weil jetzt gibt es das Neue, was du auf 291 aufwerten kannst. Und das, was du dafür brauchst, kostet derzeit im AHA also um die 300.000 Gold.
Und dann denke ich mir so, es gibt zwei Stück davon, 300.000 Gold, okay. Sonst hat man ja, glaube ich, nichts zu tun aktuell. Also ich habe nicht mal ansatzweise so viel. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, 300.000 Gold für ein Legendary auszugeben. Und bin jetzt überlegen, was ich jetzt mache. Also ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen mit dem Schluss laufen, damit ich den Hunter so ein bisschen equipped bekomme. Werde dann Cortia noch ein bisschen spielen. Ach, nicht Cortia, Zerret Mortis. Mir noch so ein bisschen antun und dann werde ich so langsam anfangen, die ganzen Twinks, die ich jetzt noch habe, so vom 20er Bereich hoch zu leveln auf 60. Und sobald die Level 60 sind, werde ich die einfach stehen lassen zum nächsten Addon und werde dann mal gucken, was ich dann mit dem mache. Und ob ich den Druiden dann im nächsten Addon wieder spielen werde oder ob ich dann direkt auf Katze gehen werde. Bitte links. Weil ich habe jetzt auch gemerkt, wo ich jetzt als Katze gespielt habe, so ein paar Quests. Ja, also du kannst Glück haben und du kannst schnell genug deine Gegner killen. Du kannst aber auch Pech haben und du kriegst so derb auf die Fresse, dass du mit ein paar Schlägen tot bist. Und das macht mir einfach den Spielspaß kaputt. Und dann denke ich mir lieber, dann kannst du doch lieber einen Hunter spielen, weil mit dem kommst du dann doch gefühlt irgendwie besser zurecht. Der dir mehr Spaß macht. Ja, mal gucken, wie es dabei, wie es dann noch so wird mit dem Hunter. Wobei ich mir heute auch so überlegt habe, ja, so ein Frostika könnte auch bestimmt relativ nett werden. Müsstest aber erstmal Gear farmen und vorne brauchst dann zwei Waffen. Und dann fängt wieder das Problem an. Du musst zwei Waffen farmen. Wenn du Pech hast, bekommst du keinen. Du bekommst ja nicht mal einen beschissenen Bogen. Eine Armbrust für den Hunter aktuell. Das ist ja schon schwierig genug. Also es macht nicht mehr so viel Spaß wie früher, muss ich sagen. Ja, dass du grinden musst und dass du farmen musst, ist klar. Wenn du Gear haben willst, das ist ja im Raid genauso. Oder du musst halt mythisch Bus laufen. Aber dass du halt partout irgendwie gar nichts bekommst an Gear, das ist schon so, wo ich mir denke, bisschen kritisch das Ganze. Ja, dann macht auch also das Spiel so ein bisschen weniger Spaß. Wieso habe ich einen Unfall verursacht? Der hätte doch einfach rübergehen können auf die andere Spur. Ich muss gleich mal die Verkehrsdichte erhöhen. Ein bisschen ruhiger auf der Straße. Und dieser Mega-Dungeon habe ich jetzt ja auch gemacht jetzt. Ich glaube, das waren jetzt nicht alle Bosse. Also ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt alle Bosse waren. Auf jeden Fall hat der es ganz schön in sich. Dieser Mega-Dungeon. Der ist ganz schön übel gewesen. Aber hat auch Spaß gemacht. Weil wenn du weißt, wie das funktioniert, ist das auch relativ einfach. Inwood-Händler entdeckt. Night. Oh, jetzt will ich zur blöden Wiegestation. Aber aktuell habe ich sonst keinen Anreiz, irgendwas im WoW zu machen. Also ein bisschen twinken. Aber ich habe auch momentan nicht den Anreiz, meinen Tank auszupacken und den weiter zu spielen. Deswegen, da bin ich momentan so, keine Lust. Um mir die anderen Klassen sich zu spielen lassen. Nachher, aber aktuell habe ich momentan aufs Denken keine Lust. Bitte links halten. Macht halt keinen Spaß, wenn du keine Gilde hast oder keine Leute hast, mit denen du das machen kannst. Hier sogar Stück auf hier. Ja, wenn die Möhre hier 70 erreicht, dann ist das schon viel. Ach ja. Ja, so ist das halt aktuell, ne? Ja, so ein bisschen schwierig mit den Games immer. Und vor allem, ich habe jetzt noch so viele Spiele, die ich jetzt so noch spielen will. Aber dann denke ich mir immer so, könntest du es ja aufnehmen, könntest du ja die machen, könntest du es ja da machen. Und dann denke ich mir, ja, das ist natürlich dann doof, wenn du es dann schon gespielt hast, dann kennst du es schon, spielst du es jetzt nochmal, ist dann langweilig. Das ist dann immer halt so ein bisschen doof. Dann spiele ich auch immer dann nur WoW nebenbei. Sonst habe ich es doch gar nicht. Du müsstest mal gucken in dem Minecraft-Server, ob es da nochmal ein neues Update gibt. Weil ich komme nicht auf den Server wieder drauf. Biege nach rechts ab.
Weil er mir sagt, er hätte eine andere Version. Sonst könnte ich mal das Haus so langsam fertig bauen. Wie lange er einfach braucht, um zu beschleunigen. Ich glaube, Togo ist eingeschlafen. Ich muss aber auch sagen, das Spiel kann ja auch manchmal sehr entspannt sein und ich sollte nicht aufs Handy gucken, während ich gerade am Fahren bin. Finden. Und schon wieder da drauf.
Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach links ab. Biege nach links ab. Immer geradeaus. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Hier endet es. Oder den Schützen am Land. Nein, du sollst den Schützen ran lassen. Jetzt hast du übersprungen, ne? Ach, doch, was hat er gesagt? Gut, ich würde aber an der Stelle erstmal aufhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.